Urlaub. Na los! Und beeilt euch gefällig! Die machen sich jetzt alle eine schöne Zeit. So langsam tun ja auch die Greifer weh. Jetzt wird geholfen. Und zwar sowas von kräftig, mein Freund. Abgespeiste Idee, Alter. Also, ich gebe Stopp. Das war ja mega geilomat. Die sind alle weg. Ich fasse es nicht, wie schnell die sich verzogen haben. Alter, die Stadt gehört jetzt uns. Tja, das ist ja bitter. Hey, Enten, wo sind denn alle hin? Ach, das erklären wir Ihnen gerne. Das ist aber wirklich nett von euch Jungs. Nehmen Sie doch erstmal Platz. Ist doch viel bequemer in so einem Schmusekuschelsessel. Du hast ja so recht, mein so, Freund. So, und jetzt gut oh, eine wunderschöne Aussicht schön ist das. Schön sitzen bleiben. 3, 2, 1, Abflug! Ich bin ja so glücklich. Hast du sein Gesicht gesehen? Wir haben glücklichen Menschen aus ihm gemacht. Endlich allein! Und um das zu feiern, habe ich ein ganz besonderes Menü gekocht. Super, ein Candlelight-Dinner, nur für uns zwei. Hi, tolle Party. Ich habe heute nämlich Geburtstag, wisst ihr? Sehr lecker. Mehr. Ich will mehr davon. Lass erst mal die Geburtstagskerzen aus. Ihr habt ja echt an alles gedacht. Stopp! Moment mal kurz! Was ist, wenn da jetzt nochmal einer aufkreuzt? Wir haben keine Raketen mehr, Alter! Idee! Wir fahren zur Feuerwerkskörperfabrik! Oh ja, cool! Hey, das Teil ist verrammelt! Gott sei Dank habe ich ein Schlüsselchen dabei! Das Erzeugen von Funkenschlag in der Nähe von Feuerwerkskörpern ist aufgrund von Explosionsgefahr illegal. Schon, aber mit meinem Schlüssel komme ich hier einfach nicht rein, Herr Wachtmeister. Es ist dennoch ungesetzlich. Es wird auch nicht nochmal vorkommen, Sir. Na prima. Grüß schön. Was macht ihr eigentlich hier? Warum ist der nicht im Urlaub? Da steht was. Im Weg. Die Ampel stand auf Rot, Jungs. Ich muss euch einen Strafzettel geben. Und Gott sei Dank mag ich Strafzettel gern. Bitteschön. Aber wo sind Sie denn hin? Keine Sorge, euch finde ich schon, denn ich bin das Gesetz. Und es ist mein Job, Verbrecher zu jagen. Süßigkeiten. Richtig süße Süßigkeiten. Ihr seid aber einfach auszurechnen. Also mal sehen, Süßigkeiten essen ohne die Erlaubnis der Eltern. Tschü. Ganz böse Buben. Keine Panik! Ganz uns ruhig gelten. Bleiben! Genau! Ja! Das sieht nicht gut aus. Offensichtlich zerbrochen. Böse Buben! Hier der Beweis, das riecht nach einem Strafzettel. Hey, was ist denn jetzt, Vater? Wir haben doch gar nichts aufgefressen. Ach ja? Ja. Siehst du den Stern hier? Der ist nicht nur dazu da, meine Augenfarbe zu unterstreichen. Ach, und was willst du uns damit verklickern? Ich bin das Gesetz. Ich mache die Gesetze und sorge für ihre Einhaltung. Verstanden? Du blödes! Könnt ihr nicht lesen? Lärmverursachung im Krankenhausbereich. Beim nächsten Mal seid ihr aber vorsichtiger, ja? So, Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Hier steht klar und deutlich 2 Stundenkilometer. Und ihr wart eindeutig zu schnell. Das ist Betrug. Du bist kein netter Wachtmeister. Du bist nicht das Gesetz. Mach du bist nur so weiter. Hat er sich verdrückt? Lass mal lucken. Ja. Cool. Hast du das gesehen? Kannst du glauben. Ja. Langsam kriege ich einen Verfolgungsflash. Los, Hände hoch. Nee. Erwischt beim Tragen einer Handfeuerwaffe. Sehr nett. Also passt auf.
Er? Er! Hey, aber warum denn ich? Er hat doch die Knarre gehabt. Was? Na, du hast sie mir doch gegeben, du Eierbär! Ganz ruhig bleiben, oder ich steck euch alle beide ins Gefängnis! Überredet. Okay, ich bin jetzt ruhiger als ruhig. Und ich erst. Dürften wir jetzt möglicherweise gehen, Herr Wachtmeister, Sir? Na gut, aber nur, wenn ihr euch auf dem weißen Strich bewegt. Alles klar und vielen Dank auch, Mr. Polente. Mann, so eine Vollflöte. Viel Glück, Jungs. Hey, Batch, ihr kriegt sonst nie Keule. Plakate ankleben, verboten. Könnt ihr nicht lesen? Er hat uns schon wieder gekriegt. Nun, die Ferien sind vorüber. Hat mich sehr gefreut, Jungs. Hallo, mein Freund Joe. Hey, Jaco, hat's dir Spaß gemacht? Ja, es war großartig, einen Tag lang Polizist zu sein. Hä? Hier, nimm deine Uniform wieder. Ach, der war also gar kein richtiger Schupo. Dann müssen wir unsere Knöllchen auch nicht zahlen. Irre lustig. Ja, sehr lustig. Hurra, Meisterwelt. Extrem Konfetti schmeißen. Was sehe ich denn da? Verunreinigung? Was sind das bloß für Schämt Worte? Euch, mach das nicht nochmal. Yeah.